Hallo, es geht weiter mit Smash Ultimate World of Light. Und schaut mal, die Piranha-Pflanze ist jetzt spielbar. Und, oi. Habe ich die jetzt auch gleich als Kämpfer? Mal wäre möglich. Oh Gott, nein, ich habe sie als Kämpfer. Jetzt bin ich gezwungen, die zu spielen. Ich bin aber nicht gut mit der. Ich versuch's mal. Oh, ich liebe Monster Hunter Musik. Und ja, es ist Zeit, wieder vernichtet zu werden von irgendwelchen NPCs, weil irgendwelche behinderten Items dabei sind oder was ist ich was. Und dann fange ich wieder an zu weinen, wie ein kleines Baby. Alles ist okay. Hallo, Toon Link. Von dir werde ich jetzt kaputt gemacht. Nicht die Map. What? Ach, ich hab ein Item! Woher hab ich das? Mann. Aua, aua. Oh Gott, nein. Piranha-Pflanze, warum existierst du? Dieses verdammte Item soll hier mal weg. Ich werd verrückt. So. Ach, ich weiß nicht, Piranha-Pflanze ist halt eigentlich voll nicht gut. Es ist voll traurig. Oder auf jeden Fall weiß man noch nicht, was an ihr gut sein könnte, falls sie doch gut ist. Sie hat halt leider ihre Moves Kombo nicht ineinander rein. Also allein hier der Up-Tilt. Der Gegner fliegt dann irgendwie so komisch weg zur Seite und das ist voll nicht gut. Oh Mann. Aber nicht nur der Move, es gibt da einige Moves, die gar nicht mal so cool sind, aua. Boom. Außer der Downer, der ist ziemlich sexy. Auch wenn man ihn nur einmal einsetzen kann und dann so gesehen im Lag hängt. Uff. Aber damit zu Meteon ist super nice. Boop. Und natürlich auch, dass die Pflanze ziemlich heavy ist, ist auch ein Vorteil. Und ihr Rennspeed ist auch ganz gut. Dafür ist aber verdammt langsam im Laufen. Was gar nicht mal so toll ist. Und noch viel, viel schlimmer, in der Luft ist sie verdammt langsam. Er hat gar so gut wie keinen vertikalen. Oder vertikal ist es super langsam und das ist halt echt übel. Es tut nicht so gut. Hallo Donkey Kong. Ach nicht, ich hab vergessen, aber dass ich das Item hab. Hä, willst du das Item oder was? Hau mal. Halt so. Whoop. 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 Aua. Aua. Nicht wehtun. Danko Kango. Danke Kungu. Hör auf. Danko Wungu. Warum ist das so komisch? Warum verhält er sich so komisch? Aber gegen NPCs scheint die Pflanze verdammt nice zu sein. Vielleicht ist die Pflanze ja gar nicht mal so schlecht. Man kann es ja nicht wirklich sagen. Vor allem bei DLC-Charakteren ist das Erste, was die Leute sagen, ist aber schlecht. Bis sie halt rausfinden, Moment. Der kann ja doch was. Und so. Nur ist halt die Frage, ob es hier auch diesen Moment gibt oder eben nicht. Diesen... Oh je. Nee. Ruhe. Ich kann schießen. Oh Gott, ich will nicht da unten sein. Warum kriege ich überhaupt Schaden von Gift? Ich bin eine Piranha-Pflanze. Ey, komm. Komm hier. Boom. Whoop. Ich will nicht im Gift sein. Moment, ich kann auch. Wisst ihr was? Ich kann auch Gift machen, wenn er zu viel Bock habt. Und er da so drauf steht. So, hier. Friss Schaden. Genau wie ich. Oh. Au. Au. Ganz ruhig. Ich habe hier leider die falschen Spirits. Ich habe sie nicht gewechselt, weil ich nicht gedacht habe, ey. Oder weil ich gedacht habe, ey, ich habe einen guten Dinges ausgewählt. Main Spirit. Der passt. Also müsste alles gut sein, aber nope. Oh, ich bin dumm. Egal, jetzt kann ich die ändern. Die Sub-Geister. Wenigstens ist die Musik ganz nice.
Ach ja, ich habe noch meine Down-Special, die nicht mal so toll ist. Ey, ich wollte eigentlich ja, die aufladen. Aui, ich hab's kapiert. Boop, boop. Komm her. Fatz. Ah, I. Kommt doch, wenn ihr euch traut. Ach ja, ich kann jetzt. Ich bin so doof, ich kann hier ja jetzt drauf. Auf den Giftboden. Ich will jetzt aufheben. Oh Mann. Ich bin so doof. Boop. Habt ihr es bald? Ich würde euch gern killern. Ich kann auch einfach smash. Ich kann nicht smashen. Rollen. Was ist hier los, Mann? Nee. Komm her. Die gebe ich jetzt auf die Fresse. Mir fällt gerade auf, warum ist Melia überhaupt Palutena? Nur weil die einen Stab hat? Darain hätte, glaube ich, besser gepasst. Oh. Einfach nur weil Magiezeug und so. Obwohl, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oh. Komm mal her. Oh, nicht angreifen. Starbeat. Ey. Okay, ich hab's gleich. Boom. Verpiss dich. Ich weiß nicht, ob ich weiterhin die Piranha-Pflanze spielen will. Ich meine, sie ist neu. Warum nicht? Aber ich gehe mal davon aus, genau dann, wenn ein Charakter neu ist, sieht man eh überall den, ja, zum Beispiel die Pflanze. Dann ist das, glaube ich, nicht mehr so special. Na gut, mal schauen. Wow, Snack Maxi. Hallo Rathalos. Dich hole ich mir auch gleich. Boom. Oh ne, ich habe nicht aufgepasst. Habe ich wieder ein doofes Item? Hallo Knackack. Die gebe ich heute auf die Fresse. Ich habe mir wieder den Scheiß. Oh. Die war ja gerade gar nicht mal so... Holy moly, so viel Schaden. Ja gut, es liegt am Geist. Boop. Boop. Und... Oh. Okay. Oh. Komm auch. Wirklich? Muss das sein? Ich kann auch einfach aufladen, wenn du willst. Und? Ich weiß nicht, der Angriff ist irgendwie nicht gut, oder? Kann das sein? Oh. Puff. Oh Gott, nein. Sterb einfach. Danke. Ah, immerhin, die ihren Ultra-Smash haben. Gibt es ein bisschen Panik, obwohl der mir eigentlich gar nichts gemacht hätte. Ich hatte so wenig Prozent, der hätte mich nicht gekillt. Aber dann, genau dann passiert irgendein Zufall, dass irgendein Bomben-Item ist. Ich werde weggehauen, genau am Rand von der Karte. Gibt Stress. Mann, ey. Wie fies. So. Boop. Oh, eine Metallbox. Ich weiß nicht, ob das allzu schlau ist. Wenn ich jetzt irgendwie von der Stage fliege, dann habe ich ein Problem. Hey, Bowser. Ich bin Metall. Boop. Boop. Oh. Ah. Ja gut, Metallboxen sind ganz schön assi, ne? Boop, boop. Komm her. Ich glaube, er hat keinen Bock. Ich kann auch einfach so machen. Hm. Weiß nicht. Der macht gar nichts. Warum? Komm her. Und... Ah, daneben! Musste das daneben sein? Oh. Kannst du mal sterben? Danke! Mann, ey. Mann, ey. Möglichst Stampfer durch hinabsteuern im Sprung. Moment, das ist gar nicht mal so schlecht. Wie ist es dann mit Pummeluft, weil ich ja so langsam nach unten fliege? Fliege ich dann schnell nach unten? Das wäre toll. Ich kämpfe auch gleich, keine Sorge. Einrammschutz, was? Ich kämpfe vielleicht gegen den Rathalos. Aber erstmal wollte ich die anderen Spirits hier auseinanderhauen. Riesen-Pikachu! Komm her. Oh, nope. Ah.
Aua, holy moly. Ich hab's kapiert, dass du Schaden machen kannst. Boom. So. Ich meine, ich bin dagegen safe, soweit ich weiß. Ja, durch mein krasses Spirit, aber du nicht. Aua. Oh. Es war nicht ganz so geplant, egal, aber wenn der jetzt runterkommt. Ey! Ah! Nein! Nicht jetzt! Oh! Boom! Ja! Sein Ultra Smash gerade bekommen. Huh. Zum Glück konnte er es nicht einsetzen. Das war möglicherweise etwas knapp. Hm. Hallo. 900, ja gut, warum nicht? Wir können auch mal ein paar Popel Spirits nehmen. Für krasse Items am Ende. Tricky. Ja, das war eigentlich gar nicht mal so schlechtes Star Fox Spiel. Boah, kann man nicht hier weit hoch oder hochhüpfen? Liegt es an meinen Spirits? Erdbeben. Huh. Ach Gott, das ist gar nicht mal so gut, dass ich so hochhüpfe. Dann treffe ich meine Areas schlechter. Dann muss ich halt einfach smashen. Ist auch okay. Boop. Ey. Oh, ey. Ey! Stop it, Yoshi! Yoshi! Ich dachte. Welcher Char hatte das, dass man nur an der Seite steht, um vom Upsmash getroffen zu werden? Also so ein Multi-Hit-Ding jetzt auf dem Upsmash. Ach, das war, glaub, Wolf? Aber ich dachte, Piranha-Pflanze auch. Na gut. Dann halt nicht. Boop. Oh, fast drin geflogen. War nicht so smart. Komm her. Danke. Da, jetzt können wir gleich gegen Rathalos kämpfen. Oh yeah, ich bin gespannt. Oh. Nichts mehr übrig hier. Ja? Ich glaube, nichts mehr übrig. Hey, ja gut, der fliegt jetzt eh weg. Okay, okay. Er ist nun im Lager. Und nein, schnell hinterher! Ich will nicht mehr. Nee. Ja, ich habe all die Spirits besiegt. Du kannst nicht so einfach wegfliegen. Du fliegende Ratte, du. Ja, sei froh, dass ich keine Blitzbomben dabei habe. Ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas Spezielles machen muss, um mir aufzuhalten. Es scheint fast so. Komm her, Mann! Hör auf, wegzufliegen! Moment. Kann ich was machen, um ihn zu stoppen? Hier, den haben wir gedrückt, ja? Da oben gibt's noch was. Ich muss ihn da hochlocken? Moment. Aber wenn ich jetzt hier hingehe, dann geht er nach unten, oder? Ja. Ich glaube, muss ich ihn. Moment. Ich denke, ich muss ihn da hochbringen, ja. Aber wie? Von hier aus nicht. Ach, egal. Gehen wir mal von hier hin. Von hier hin, dahin, tut. Oh, das war. Was war das? Wollte gerade. Das Bild aufhören? Habt ihr das gesehen? War das nur bei mir? Das war groß und ich. Das Spiel komisch laggy? Keine Ahnung. Ich hab Angst. Oh. Oh. Ja. Ja, es war nicht die schlauste Idee, du kleiner Scheißer. Ich hol mir jetzt nämlich einen Rathalos-Rubin. Aber. Nicht nur ein Rathalos-Rubin, ich hol mir noch viel mehr. Oh. Irgendwas krasses. Du bist krass. Giftresistenz? Moment. Anscheinend kann der einen vergiften, ne? Ein pures Smash-Roll. Gib dein Bestes und gewinne. Ja. Hallo, Rathalos. Weißt du, was ich kann?
Ich kann auch Gift. Was machst du denn, du? Aua. Und boom. Okay, so viel macht das gar nicht, dafür, dass das Gift eigentlich super krass ist. Ah, was versuch's doch. Ah. Oh, was ist denn das für eine Explosion, ey? Ganz ruhig. Ach ja. Oh. Boom. Was? Du Cheater, du. Ein Cheater. Oh, Baby. Boom. Ah. Los, renn rein. Ich weiß, du willst es auch. Komm her, komm her. Auf zu fliegen, Mann. Genau deswegen mag dich niemand. Easy. Bang, 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 bang. Ich glaube, er ist gleich K.O. Oder nicht K.O. Huh. Gleich am Arsch, würde ich sagen. Puff. Oh. Ha. Los, komm noch. Ich hab was für dich. Ha. Oh. Mit dem Hammer ins Gesicht! Wie ein Monster Hunter. Blöck. Okay, darf ich ihn jetzt looten? 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 Lass mich looten, Spiel, Mann! Spiel. Du kannst doch nicht. Verstärkt gleich Angriff und Items in Luft. Wie lächerlich. Aber, Mann, ich wollte ihn looten. Spiel, du hättest mir wenigstens das lassen können. Wenn die wirklich an die Monster Hunter Fans gedacht hätten, dann hätten wir doch looten können am Ende. Mann. Beziehungsweise das Vieh ausnehmen. Kaufen. Na gut, das war Rantalos. Fatz. Damit ist diese Insel abgeschlossen. Obwohl, da gibt's glaube ich noch Zeug. Oh. Oh. Oh, Moment, das Schild ist jetzt komplett weg. Oh, Baby. Kiras schützendes Schild wurde zerstört. Ja, wir sind aber noch nicht fertig. Hier. Abgesehen davon, dass sowieso noch verdammt viel kommt. Wir haben noch ganz viel zu tun. So unglaublich viel. Alleine in der Map fehlen uns noch eine Menge. Fehlen uns noch eine Menge Zeug. Ich weiß nicht warum, aber ich will immer noch alle Spirits hier. Oh. Rausholen. Oh, Baby! Wow. Ein Stein ist hingeflogen. Oh. Und der Stein ist auf magische Weise auch hingeflogen. Wie kann das nur passieren? Das sind so richtig schlechte Steine, ja. Das waren bestimmt keine Steine made in Germany. Gibt's hier noch was? Da oben rechts fehlt noch eine Menge Chiat. Eine Menge Zeug. Ach, hier haben wir sogar schon alle. Okay, gut, ja, dann. Wenn wir alles haben, dann ab nach. Blau. Blaue. Wie heißen die Dinge? Die Dinger Röhren. Genau. Ab zur blauen Röhre. Reden ist schwer. Kann man eigentlich sehen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, also. Wäre ganz nett, wenn es jemand weiß. Hier. Die Karte zum Beispiel die Karte hier anzuschauen und dann zu sagen, da fehlt mir noch ein Spirit, den ich noch nicht gemacht habe. Oder geht es nicht, man muss einfach überall durchrennen. Das wäre mal interessant zu wissen. Ach ja, ich habe jetzt ganz viele. Ganz viele. Diese Ausrufezeichen sind ja Dingens. Wer heißt Zugfahrtdinger? Genau. Da kann ich jetzt rein. Hallo, mein Freund. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Ich werde jetzt erstmal die Folge beenden, das machen wir in der nächsten. Ja, nicht vergessen. Discord-Server in der Beschreibung. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.